Heini Staudinger, du bist vieles. Vielleicht wissen nur wenige, dass du auch Faster bist. Und du fastest schon lange und du tust es auch immer wieder. Wann in deinem Leben hast du für dich das Fastenprinzip entdeckt? Und was hat diese Entdeckung später auf dein späteres Leben ausgeübt? Welche Wirkung? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, ich habe eine Freundin gehabt, die Erfahrung drin gehabt hat und die mir davon erzählt hat. Und im Großen und Ganzen ist das Leben, das ich führe, eher unruhig. Das eine ist die Unternehmerschaft und das andere ist, dass ich in etlichen Feldern engagiert bin. Und über die Lisa habe ich erstmalig, ja, übers Fasten habe ich erfahren, als Kind schon in der Kirche. Aber das, ich wollte sagen, ich habe das eher lästig empfunden, das stimmt überhaupt nicht. So in der Advent- und Fastenzeit zum Beispiel keine Zucker, das hat mich eigentlich damals schon stimuliert. Aber es nutzt nichts, ich habe das einfach vergessen. Und über die Lisa bin ich wieder draufgekommen. Und irgendwann habe ich mich für so eine Woche entschlossen. Und ich finde, es ist eine wahnsinnig billige Methode für Gesundung von Leib und Seele. Und zwar, man glaubt am Anfang gar nicht, wie viel sich da auch im Hirn tut. Und sagen wir nicht nur Hirn, es ist, beziehungsweise das Hirn ist ja nicht ein Solo-Organ. Das hängt ja irgendwie zusammen mit Herz und Seele und es ist faszinierend. Ein paar Tage nichts essen und der Blick auf die Welt wird auch anders. Wie fastest du, wenn du fastest? Machst du das alleine oder zu Hause? Wie fastest du? Ich habe unterschiedliche Erfahrungen hinter mir. Ein paar Mal war ich ja Wochen in Berneck. Und wenn ich es frech sage, dann sage ich, das ist einfach auch gemütlich und einfach und was man sich alleine oft schwer vorstellen kann, den ganzen Tag nichts essen und morgen wieder nichts essen, geht in der Gruppe ganz leicht. Und ich habe aber etliche Mal auch alleine gefasst und ich glaube sogar, dass ich einmal 20 Tage nichts gegessen habe. Und das Erstaunliche ist ja, dass wirklich von Tag zu Tag leichter wird. Aber ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass man, mein Vater hat gesagt, angerührter wird oder berührender oder, naja, eben, dass man alle möglichen Dinge dann in einer intensiveren Form anrühren. Du hast vorher schon die Welt erwähnt, den Blick auf die Welt. Und es ist ja so, dass, wie das in den 80er, 90er Jahren so aufgekommen ist, das Fasten, da ging es vor allem um diese Übernahme Verantwortung über meinen Körper, etwas für meine Gesundheit tun, ebenso wie du sagst, für nichts. Jetzt stehen wir ein bisschen woanders. Jetzt geht es auch schon um eine größere Verantwortung, die wir da spüren. Wir gehen davon aus, dass jemand, der Fasten erlebt hat oder es einmal oder mehrmals erlebt hat, auch einen anderen, nachhaltigeren Blick hat und Lust hat auf, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, einfacher zu leben. Kannst du das nachvollziehen? Und kennst du solche Effekte auch von den Menschen, die deine Produkte, also das, was du in die Welt gebracht hast, kaufen? Ist da, gibt es einen Zusammenhang mit dem Fasten? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Gegenteil von Fasten ist Konsumieren. Ja? Und die letzten Jahrzehnte, finde ich, war das Konsumieren im Zentrum unserer Gesellschaft. Und wir haben viele Dinge erworben und haben eigentlich das Herz vergessen. Und wir sehen ja auch, dass wir nicht glücklicher geworden sind durch die vielen Dinge, sondern eher, dass Depression und Einsamkeit zugenommen hat. Und ich habe Ihnen, ich verstehe so unsere Produkte ein bisschen, wenn wir es gut machen,
Da müssen sie ein bisschen konsumverweigernd sein. Ich finde die wichtigen Kriterien vorhin schon sind langlebig, reparierbar. Und jetzt sage ich auch regional, weil ich es obszön finde, dass man nur mehr 0,5% der Schürze in Österreich verkauft, wenn er in Österreich produzieren. Und keiner von den 5 Produzenten, die es in Österreich nur gibt, erzeugt alles in seiner Firma. Wir arbeiten alle mit Firmen in Ungarn, Tschechien und Altjugoslawien und so weiter zusammen. Und das finde ich eine ganz eine grobe Fehlentwicklung. Und jetzt gerade spüren wir ja eigentlich auch ein bisschen pervers. Wir haben den Krieg in der Ukraine braucht, dass wir kapieren, dass wir von Öl und Gas abhängig sind. Wir sind aber nicht nur von Öl und Gas abhängig, wir sind von jedem Scheißdreck abhängig. Auch Schuhe, Textilien, Vorradl, Sportgeräte, Kinderspielzeug und. Neulich habe ich gelesen, dass nur mehr 30% vom Brot in den österreichischen Supermärkten mit österreichischem Getreide backen wird. Das sind wir auch von den Lebensmitteln abhängig. Und das Faszinierende ist, dass man hat er jetzt eine kurze Geschichte. Ich kenne einen Missionar, der heißt Helmut Buchecker. Er war 30 Jahre in Afrika und hat sich immer auch für Geschichte in Afrika interessiert. Und der König Leopold II., der Belgier, hat den Kongo, ich glaube, 35 Jahre als seinen Privatbesitz betrachtet. Hat 10 Millionen Leute umgebracht und ist als einer der reichsten Menschen der Welt gestorben. Und für den Kongo hat er sich interessiert, weil der Livingstone, Ja. der berühmte Afrika-Forscher, berichtet hat, dass dort so ein Reichtum und Wohlstand ist. Und dass er seine Macht als Herrscher entfalten hat können, hat er zuerst die regionale Wirtschaft zerstören müssen. Und die Zerstörung der regionalen Wirtschaft, das haben wir uns in den letzten Jahrzehnten die Konzerne besorgt, mit der globalen neoliberalen Wirtschaft. Und jetzt merkt man, wir sind in allem abhängig. Und das schönste Zitat vom ersten Präsidenten Malis nach der Unabhängigkeit hat er in seiner Rede an die scheidenden Franzosen gesagt: Wir sind froh, dass wir jetzt frei sind, aber ihr habt uns zu Sklaven des Appetits gemacht. Und da sage ich, Sklaverei ist nicht lustig. Um von der Sklaverei frei zu werden, ich habe es einmal so geschrieben, braucht es viele Versuche und wir müssen sie bezahlen mit der harten Währung der Selbstverantwortung. Und im Großen und Ganzen wollte ich sagen, das gehört eigentlich zum Mysterium des Lebens. Im Laufe des Lebens, so gut es geht, frei zu werden von der Sklaverei, ein freier Mensch zu werden. Und das ist schon ein seltsames Erlebnis, dass Posten auf diesem Weg ein so hilfreiches Werkzeug sein kann. Der Gregor Sieböck, der hat uns nämlich erzählt, weil du es vorher angesprochen hast, die Langlebigkeit der Produkte, dass er mit 2 Bahnen Waldviertler von da bis Tokio zu Fuß geschafft hat. Mehr hat er Genau, nicht braucht. genau. Ich glaube, repariert sind schon öfters worden. Ja, er hat sogar so Ersatz so Er mitgenommen. ist auch ein Faster und ein Geher. Und siehst du einen Zusammenhang zwischen Gehen und Fasten? Ja. Gehst du beim Fasten oder du bist mehr auf der gemütlichen Seite? Ja. Oder? In Berlin, das sind Ja. so Wanderungen Ja. quasi Teil vom Programm und das Gehen, was die eigentlich sagen, ist eine Übung, die das Fasten erleichtert. Ja. 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 Jetzt zurückkommen zu diesem Gedanken, also dass dieses Verzichten uns so eigentlich unabhängig, frei und stark macht. Siehst du eine Chance, also einen Pfad, dass man das wieder entdeckt,
decken kann und sozusagen das wendet und daraus wieder eine Stärke bezieht. Siehst du da einen Weg dorthin für uns, auch wirtschaftlich, wie das gehen könnte? Naja, im Grunde genommen glaube ich, dass unsere Wirtschaft eben vom Wahnsinn des Konsums abhängig geworden ist. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wir einen Wandel brauchen, weil diesen Wahnsinn ja Mutter Erde nicht aushält. Da gibt es den sogenannten Welterschöpfungstag. Der war heuer für die Welt am 28. Juli. Das heißt, wir brauchen schon fast zwei Welten, um diesen Konsum und diesen Ressourcenverbrauch zu bewältigen. Nur für Österreich war er nicht der 28. Juli, sondern der 6. April. Um Gottes Willen, wir brauchen fast vier Welten. Ja? Und du hast zuerst gesagt, das Wort Verzicht, der Nico Pech, das ist so ein, wie sagt der Postwachstumsökonome, der nennt es nicht Verzicht, sondern er sagt Befreiung vom Überfluss. Und der Überfluss ist oft eine Belastung. Ja? Und die Werbung sagt, wird dauernd so, es wird mehr glücklicher, wenn man mehr und mehr und mehr und mehr hat. In Wirklichkeit, wir sehen es überall. Das Glück wird durch das Mehr haben nicht mehr. Hast du für uns und unsere Zuhörerinnen am Fastensummit ein paar Beispiele von motivierenden Initiativen, auch andere Länder, die das, den Weg schon vielleicht einschlagen? Kennst du was, wo man sagt, da gibt es schon Practice, die machen es schon gut vor? Ja, mir fällt gerade nichts ein, außer die Geschichte, dass es in Pakistan Erfolg gibt. Ich glaube, sie heißen Hunza. Und dort gibt es außergewöhnlich viel Leute, die über 100 Jahre alt werden. Und in ihrem Jahreszyklus ist es so, dass im Frühling aussehen die Lebensmittelvorräte weniger werden und es nur rhythmischen Kultur der Jahre dazu gehört, dass im Frühling aussehen wenig gegessen wird, dann gepasst wird und mit dem Erwachen der Natur dann auch wieder quasi die Nahrung mehr wird. Und auch irgendwie interessant, dass die Natur das belohnt mit einem langen Leben. Ja. Du hast uns ja sehr überrascht mit deiner Entscheidung, auch als Bundespräsident zu kandidieren. Was ist denn die verwegenste kühnste Hoffnung, die du mit diesem Schritt verbindest? Ja, also. Ein bisschen sehe ich es so, dass ich glaube, dass unter den sieben Kandidaten meine Stimme im Sinne des Wortes eine eigenartige ist. Und zwar, für mich ist es deutlich, dass wir so nicht weitermachen dürfen. Und ich habe gestern den schönen Satz von Erich Fried wiedergehört. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, es wird so, alle reden, man muss da ein bisschen was reformieren und da ein bisschen was reformieren. Im Grunde genommen gibt es keinen Zweifel, wir müssen radikal anders leben. Wir müssen weg von dem schwachsinnigen Konsum, der uns nicht glücklich macht, aber Mutter Erde kaputt. Und wir dürfen nicht so da, als wäre es unsere Entscheidung, ob wir gut oder weniger gut zur Natur sind. Wir sind Teil der Natur. Und was wir der Natur antun, das tun wir letzten Endes uns selber an. Und da ist gleichzeitig wieder faszinierend, wie viele Selbstheilungskräfte in der Natur drinnen sind. Ich war vor, ich glaube, ein Jahr im Bayerischen Wald. Da ist vor 30 Jahren ein Riesenschaden durch Borkenkäfer und Windriss entstanden. Und sie haben beschlossen, dass sie nichts tun. Sie bekämpfen auch nicht den Borkenkäfer.
und dann auch den Windriss nicht rausgerammt von Holz. Sie haben dann Riesenprobleme gehabt mit den anrainenden Waldbauern. Da haben sie dann eine Schutzzone eingerichtet und jetzt gibt es einen Nationalpark, der von Bayern bis nach Tschechien reingeht. Ich glaube 150.000 Hektar. Und es ist ein Paradies, dass da die Spucke wegbleibt. Das heißt, 30 Jahre das in Ruhe lassen und nicht im Vordergrund, wie viel Geld können wir aus dem Wald rausholen, sondern einfach quasi dem Zauber der Natur zuschauen sein lassen. Und das mit den Lebensmitteln ist, bitte ein einziges Wort ist zu den Lebensmitteln zu sagen, das ist Sünde, dass wir die Hälfte weggeschmissen. Und nochmal, und erlöse uns von dem Übel. Amen. Ja. Aber es wird Menschen brauchen, die uns den Weg aus diesem Übel erstens einmal vornehmen, zweitens einmal begleiten und drittens einmal irgendwie einen Guster machen, dass eben der Verzicht nicht das Leiden größer macht, sondern ein Potenzial von Freude und auch Zufriedenheit öffnet. Da habe ich noch eine persönliche Frage. Also diese Entscheidung, da anzutreten, da kann es ja dann auch sein, also dass das dann wird und dann, also da muss man ja sehr viel Kraft spüren. Oder wann ist dieser Groschen gefallen, zu sagen, ich mache das und ich fühle mich da hier kräftig genug, zu sagen, das durchzuführen? War das ein Moment der Klarheit? Also, Wir waren vor einem knappen halben Jahr 50-köpfige Gruppen beieinander, so um den Christianfeld bei Gemeinwohl, Ökonomie und weiß Gott was. Und irgendwie ist dort die Idee entstanden, bei der Präsidentschaft zu kandidieren. Auch der Felix Gottwald ist so als Idee im Raum gestanden. Und dort ist auch irgendwie mein Name das erste Mal genannt worden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das weiter überlegen und irgendwie ist nichts draus geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass in den Zeitungen die Diskussion losgeht, dass die Termine näher wandert und dann bin ich zu Christine Bauer-Jelinek gefahren und habe gesagt, Christine, wie war es, wann ich? Und das war dann so, dass wir uns am 10. August getroffen haben. Und dann haben wir ausgemacht, okay, wir probieren es. Und dann ist eigentlich alles ruckzuck gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass das mit den 6.000 Unterschriften eigentlich eine hohe Lotten ist, ach weil so. die Leute ja eigentlich so auf die Gemeinde gehen müssen. Und Leute, die in Wien leben, aber im Waldviertel gemeldet sind, müssen eigens ins Waldviertel fahren oder umgekehrt und so weiter. Und uns dann noch die Unterstützungserklärung mit der Post zuschicken. Und dann haben wir eine Zeit lang Sorge gehabt und seit einer guten Woche habe ich eigentlich keine Sorge mehr gehabt. Und jetzt freut es mich, dass da über 9.000 Unterschriften zusammengekommen sind. Und jetzt geht es eigentlich um das, dass ich diese mediale Möglichkeit benutze, eigentlich um aufzurufen zu einer Umkehr. Ja, man kann es nicht anders sagen, Danke. Abschließend, ja. gibt Ja. es irgendwas, also was du unseren Zuschauerinnen vom Fastensammel noch mitgeben magst? Persönliche Umkehr, gesellschaftliche Umkehr, wie schafft man das? Ein Nachbar von mir war der Ignaz Kirchner, der Ja. jahrzehntelang Burgschauspieler war. Ja. Und der Ignaz Kirchner hat das Buch von Wilhelm Reich, Rede an den kleinen Mann, auswendig gelernt. Und die Geschichte ist ungefähr das, dass der Wilhelm Reich sagt, kleiner Mann, solange du nicht kapierst, dass du quasi
dieses göttliche Geschöpf bist, das sich entfalten soll, dann werden die Großen mit dir machen, was du willst. Und im Schlussabsatz heißt es, und der Ignaz Kirchner hat diese Rede an den kleinen Mann, gute Stunde auswendig, auch da in dem Zimmer gespielt. Für meine Freunde. Er hat es 300 Mal im deutschen Sprachraum gespielt, aber einmal da. Und im letzten Absatz heißt es, folge deinem Herzen, auch wenn es dich vom Pfad ängstlicher Seelen wegführt. Verhärte nicht, auch wenn dich das Leben einmal quält. Denn es gilt nichts außer dieses, das Leben zu lieben. Vielen Dank, Heini Staudinger, für Deshalb dieses Gespräch. danke.